Liebe Videofreunde, schönen Sonntag. Heute geht es um Verjüngungstherapien. Verjüngungstherapien, die heißen nicht zum Spaß so. Es geht dabei darum, dass man die Menschen jünger machen will. Und das heißt in jeder Hinsicht, was den Körper angeht. Natürlich einschließlich des Gehirns. Und das ist gesundheitlich von Vorteil. Verjüngungstherapien gibt es noch nicht. Also, ihr solltet jetzt nicht irgendetwas kaufen, weil das wäre dumm. Voraussichtlich gibt es Verjüngungstherapien in 10 bis 20 Jahren. Ich beschäftige mich hauptsächlich damit, was die Sense Research Foundation treibt, also was die berichten, und natürlich auch mit der Nachrichtenseite Life Extension Advocacy, also LifeScience.org, und ich glaube, am besten rede ich jetzt über den Nutzen. Also, alt werden ist gesundheitlich sehr schlecht. Und so schlecht, dass die meisten Menschen letztendlich daran sterben. Man könnte hier von einer Epidemie sprechen, wenn man so will. Und das, wenn man jetzt da sagt, ja, das ist halt so, oder ich kenne alte Leute, die sind noch genauso gesund, wie wir, wo sie jung waren, das ist einfach gar nicht wahr. Man muss sie nur einmal ansehen. Sehen die jung aus? Schon nicht, oder? Die haben dann Falten und weiße Haare, vielleicht sogar einen Buckel, können nicht mehr gut laufen, sich nicht konzentrieren, und viele haben schlimmere Krankheiten, und das gibt es einfach zu verhindern. Und die Verjüngungstherapien, die sind ja im Nachhinein gedacht. Gut ist, wenn man sie anwendet, bevor man ganz alt ist und nicht schon lange am Alter gelitten hat. Aber es ist gedacht, dass man sie in jedem Alter anwenden kann. Also wirtschaftlich wäre es auch sehr vorteilhaft, wenn man das machen würde. Und zwar zum einen, weil dann auch alte Leute etwas zur Wirtschaft beitragen könnten. Und es sind sehr viele alte Leute, also wenn die halbtags arbeiten würden oder vierteltags, dann hätte das wirklich einen enormen Vorteil. Und auch wichtiger, sie müssten nicht ins Altersheim oder gepflegt werden. Und
So, das gefällt doch den wenigsten. Also wenn ich mir aussuchen könnte, ein bisschen arbeiten oder ich musste den ganzen Tag im Altersheim in einem Bett herumliegen, dann tue ich lieber ein bisschen arbeiten. Also in der Theorie ist man schon sehr weit. Man weiß, was es zu reparieren gibt, aber noch nicht überall wie, also ungefähr bei den meisten Sachen schon, aber man kann es halt noch nicht. Man weiß schon vieles, was man machen will, zum Beispiel Abfall in den Zellen mit Enzymen abbauen oder, ich glaube, das war außerhalb der Zellen. Da würde man gerne das Immunsystem darauf trainieren, dass das Immunsystem den beseitigt. Und der außerhalb der Zellen, das sind so Plaque. Und da gibt es Enzyme, die diese zersetzen. Aber man hat da noch kein Medikament, das diese Enzyme enthalten könnte. Aber ich rede jetzt nicht so sehr über die technische Sache, sondern darüber, wie wichtig das ist. Also, man wäre, also das ist jetzt, ich glaube, das war bei Liz Parrish, die das gesagt hatte, also man würde, wenn man alles zusammenzählt, etwa 30 Jahre jünger, nach heutigem Stand. Das weiß man jetzt ja auch noch nicht so genau. Und man würde natürlich nicht kleiner werden deswegen. Also man kann sich etwa so vorstellen, dass man denn dann zwar so ausgewachsen wäre wie mit 20, aber dass die Haut oder so, die Haut vor allem, da würde man sie sehen, die Haltungsschäden hat man ja mit 20 auch noch nicht so, dass dann die Haut aussieht wie mit 10. Ich glaube, das ist realistisch, weil, also ist ja meine Überlegung, weil mal so, wenn man jünger ist, so als 10, dann sieht man einfach noch kindlicher aus und auch schon von der Form, man könnte ja auch einen Menschen so verjüngen, dass er überhaupt keine Anzeichen von Alter hat. Aber trotzdem würde dieser Mensch doch eher einem 10-Jährigen gleichen als einem Kleinkind. Und da er ja voll ausgewachsen wäre, glaube ich, dass man so ungefähr wie 15 aussehen würde, aber man hätte eben ein bisschen eine erwachsene Statur. Ja, und das wären dann halt Menschen aller Generationen. Und daran müsste man sich halt gewöhnen, dass man nicht mehr jünger aussieht wie die Eltern. Aber das dauert wenige Jahre, bis man sich daran gewöhnt hat. Wir gewöhnen uns ja an allerlei Sachen. Zum Beispiel, dass,
so gut wie jeder einen Computer hat. Ja, es war früher noch etwas Besonderes, dass man einen Computer hatte. Es gibt auch diese Fabel von Niklas Buström, wenn ich jetzt den Namen richtig ausspreche. Er selbst hat ihn ja verenglischt, aber das finde ich nicht gut. Ich meine, was bezweckt man damit? Will man dann exotisch klingen oder was? Und ich will in dieser Sendung sowieso Sprachen fordern. Und dann ist das doch Quatsch, wenn alles Englisch sein soll. Auf jeden Fall hat er eine Fabel geschrieben, das über eine Welt, wo es das Alter zwar nicht gibt, aber einen Drachen, dem man immer Menschen füttert, dass er nicht alles verwüstet. Und man hat da so ein einigermaßen zufälliges System, wo man ihm aber eher also immer die ältesten Menschen opfert. Und ja, das soll jetzt einfach ein bisschen wachrütteln, diese Fabel. Weil wir machen ja eigentlich dasselbe. Ich will ja sagen, ja, die alten Menschen, die sollen ruhig sterben, weil die haben ja eh schon so lange gelebt. Also ich sage das nicht. Leute, die sagen, mit dem Alter kommt Weisheit. Aber wenn man jung bleiben würde, würde man viel länger leben. Also, man würde ja eben niemals am Alter sterben. Man könnte einen Unfall haben, das ist die zweithäufigste Todesursache. Also die Autos werden aber auch immer besser. So, sicherer. Und so Aubrey de Grey, also der Chef von der Science Research Foundation, der sagt, dass Menschen, die heute leben, auch problemlos 1000 Jahre alt werden könnten. Ist nicht alle, weil erstens einmal kann man Pech haben und zweitens dauert es noch eine Weile, bis es diese Therapien gibt und bis dahin können ja viele gestorben sein. Ja. Es wäre erst recht ein Grund, dass man sich beeilen sollte. Ich glaube, war jetzt ein bisschen kurz, aber ich höre jetzt auf. Ich kann ja später wieder einmal darüber reden. Weiterhin einen schönen Sonntag und bis bald.